Hi Friends, ich bin im Bern. War eine scheiß lange Fahrt hierher, dafür, dass ich im Endeffekt nur einen ganzen Tag hier bin. Und zwar heute. Ich bin gestern Abend angekommen. Ich fahre morgen früh erst wieder weg. Was heißt erst? Aber okay, ich fahre morgen früh, ja. Das heißt, ich bin ab dem Nachmittag komplett free und ich dachte, ich explore mal ein bisschen die City. Nehme euch mit. Ich gehe jetzt einmal noch kurz in den Supermarkt. Ich würde mir nämlich gerne ein bisschen Proviant holen für morgen. Ich fahre 8 Stunden, das ist viel, vor allem 7 Uhr morgens. Das heißt, ich brauche Frühstück, Mittag und Snacks. Ich weiß noch nicht so genau, was ich mir holen will. Ich muss auch Geld abheben, damit ich hier bezahlen kann, damit ich keine Gebühren zahlen muss, wenn ich mit Karte zahle. Abheben ist bei mir gebührenfrei, lieben wir doch. Ich kann auch natürlich kein Internet oder irgendwas benutzen, weil... Nö. Schweiz ist ja immer so ein extra Ding. Ich habe schon geguckt, hier ist ein Supermarkt in Fußnähe. Da laufe ich jetzt einfach schnell hin. Da ist auch direkt daneben ein Automat, wo man Geld abheben kann. Laut Karte. Ich hoffe, dass das dann jetzt auch stimmt und dass der auch funktioniert. Und suche, glaube ich, aber so ein bisschen mir meine Route für später aus. Wie ich dann von der Location, wo ich dann fertig bin. Ich glaube, ich laufe einfach hier zum Hotel zurück. Das sind nur 10 Minuten. Weil hier fährt direkt eine Bahn. Und die, glaube ich, kann ich sogar aufnehmen, um direkt zu dem Restaurant zu kommen, wo ich hin möchte später. Und das ist generell in der Nähe vom Bahnhof und da ist, glaube ich, auch so ein bisschen mehr so das Zentrum. Das heißt, da kann ich dann entspannt rumlaufen und alles und ich weiß, mit welcher Bahn ich wieder zurückkomme. Dann brauche ich mein Handy jetzt auch gar nicht so wirklich doll in meine Maps oder so, sondern kann einfach ein bisschen mich treiben lassen. Let's go, Freunde. So, Portemonnaie darf ich nicht vergessen. Wir gehen jetzt los. Ich weiß nicht, ob mir das noch passieren soll, aber ich laufe jedes Mal, wenn ich aus meinem Zimmer rausgehe, in die falsche Richtung. Also ich bin wirklich jedes Mal bis jetzt in die falsche Richtung gelaufen. Immer genau nicht da, wo der Fahrstuhl ist. Es ist aber tatsächlich unglaublich tolles Wetter. Sonnig, dies, das. Perfekt, um ein bisschen später einfach nur rumzuspazieren und alles. Sonne scheint. Was will man mehr? Ein Schlückchen kalte Cola. Ich weiß, ich bin jetzt nicht in dem krassesten Hotel, aber ich dachte, es ist normal, dass man so einen Mini-Kühlschrank hat. Da gibt es Sinn, dass es einfach unnötiger Energieverbrauch ist für so gerade so eher billigere Hotels oder günstigere Hotels. An sich finde ich es richtig gut, weil man ihn wirklich nicht doll braucht. Aber ich weiß nicht wieso, ich war irgendwie voll der Meinung, ich werde ja einen Kühlschrank in meinem Zimmer haben, dass ich easy essen und so das storen kann. Das war nicht der Fall. Ich habe vorhin meinen Smoothie warm getrunken. War nicht ansatzweise geil. Ich glaube, man sieht mich überhaupt gar nicht, wenn ich hier sitze. Ja, funny. Doch, ein bisschen, oder? Aber irgendwie habe ich voll darauf gezählt, dass ich meinen Smoothie kalt stellen kann. Und jetzt auch mit der Cola. Irgendwie dachte ich voll so, boah, ich kann mir die ja aufheben. Trinke ich sie halt jetzt. Ich sehe mich später schon eine neue kaufen. Ich habe irgendwie nämlich fest in meinem Kopf den Plan, heute Abend eine Cola zu trinken. Naja, ich zeige mal kurz, was ich gekauft habe. Noch ein kleiner Haul. Ich habe mir eine Hafermilch gekauft. Wir wollen nicht über die Preise reden. Andere Verhältnisse hier. Dann so Haferpuffs. Weil ich wollte irgendwie sowas Müsli-artiges oder so haben. Ich habe ja noch Tupperdosen, die muss ich auch noch sauber machen. Ich dachte, dann kann ich richtig geil so frühstücken in der Bahn. Dann für heute und für die Fahrt auch ein paar kleine Brezeln. So Mini-Brezeln haben noch nie jemandem geschadet. Dann für heute Abend, es hat mich einfach angedacht. Ich war so, weißt du was, hol's dir einfach. Die kenne ich nicht, nicht von Katjas. Und die sind vegan. Ich stehe ja so voll auf so saure Sachen. Keine Süßigkeit für die Fahrt, ist auch nicht schlimm. Never hurt nobody. Mein Herz schmerzt wirklich, aber ich dachte mir, ich esse den safe morgen und ich werde mich lieben, dass ich mir den geholt habe. Hab mir von Vegans einer meiner Lieblingsriegel geholt. Vegans ist generell auch jetzt nicht das günstigste. Und jetzt stellt euch das nochmal vor in der Schweiz. Sonst habe ich aber extra auf Eigenmarken gesetzt. Ich weiß nicht, ob man mich... Ich glaube, entweder sollte ich ganz hier sitzen, dann macht der es ein bisschen heller. Aber dieses Zwischendrin ist nicht gut. Und dann habe ich mir noch Obst gekauft. Ich habe mir 2 Pflaumen gekauft, weil ich habe eine kleine Pflaumensucht. Ich hatte auch gestern 2 Pflaumen dabei. Schon aufgegessen. Und noch eine Banane.
Ich dachte mir, ich kann die ja easy mit meinem... Ich habe noch ein Glück, nämlich ich habe noch einen Löffel von der Hinfahrt dabei. Und mein Gedanke war halt, ich kann mir die Banane so mit dem Löffel ein bisschen klein machen und dann mit diesen Haferpuffs und der Milch trinken. Essen, und das ist ein gutes Frühstück. Köpfchen hier, ne? Köpfchen. Also Carolina ist mal wieder am... Ich bin schon wieder einfach viel zu krass für die ganze Welt. Unterwegs. Ich habe viel gesehen. Ich vergesse immer, wie klein andere Städte im Gegensatz zu Berlin sind, weshalb ich so schnell gefühlt einmal durch Bern gelaufen bin. So gefühlt. Natürlich gibt es da noch Ecken, die ich vielleicht jetzt nicht gesehen habe, aber so die Main-Sachen habe ich alles gesehen. Aber ich muss sagen, irgendwie weiß ich nicht, was ich jetzt noch machen soll. Es ist nämlich irgendwie noch so zu früh, habe ich das Gefühl, als dass ich sage, yay, ich flitze mich jetzt ins Bett.
Wann geht denn die Sonne unter? In 1,5 Stunden. Das Ding ist, solange es hell draußen ist, sehe ich es nicht ein, eigentlich hier in diesem kleinen Hotelzimmerchen rumzulungern. Und wir haben mittlerweile die Jahreszeit erreicht, wo es auch einfach schon früher dunkel wird. Deswegen ist es, sobald es dunkel ist, auch noch gar nicht so spät. Das heißt, ich kann immer noch relativ viel machen. Ich weiß gerade so gar nicht, wonach mir ist. Ich bin jetzt schon gut erschöpft. Ich bin auch einfach wach seit 6 Uhr, glaube ich. Und bin jetzt echt gut viel gelaufen. So, es ist angenehm, aber es war jetzt schon, reicht jetzt auch. Andererseits bin ich jetzt aber auch noch nicht ready, hier einfach nur sitzen zu bleiben. Ach, ich weiß nicht, worauf ich Lust habe. Okay, Plan. Ich chill jetzt einfach ein bisschen, ruhe mich kurz aus und dann gehe ich vielleicht so in einem Stündchen nochmal hier in der Gegend von meinem Hotel einfach so ein bisschen so in der Nähe ein bisschen spazieren. Vielleicht catche ich eine schöne Sicht auf den Sonnenuntergang und mache dann so einen richtig gemütlichen Abend. Dann dusche ich, dann packe ich meine Sachen soweit. Nicey. I like. Ich bin also halb schon fast eingenickt. Im Bett liegen ist halt einfach auch immer noch das Geilste, was es gibt. Und das Gemütlichste und das Schönste. Irgendwie ist jetzt so die Stunde, seitdem ich mich selbst mal gemeldet habe, so schnell vorbeigegangen. Ich habe nichts gemacht. Ich kann nicht mal sagen, ich habe eine Serie geguckt. Ich habe wirklich nichts gemacht. Ich lag einfach nur auf dem Bett irgendwie. Ich habe kurz mit meinem Bro telefoniert. Das nenne ich jetzt mal eine Aktivität. Aber davor, danach, ich kann euch nicht sagen, was ich gemacht habe, weil ich selbst nicht weiß. Ich glaube, ich gehe nochmal ganz schnell in diesen Supermarkt von vorhin und hole mir eine Cola. Will ich jetzt wirklich eine Cola? Oder so ein Eistee? Da sehe ich mich ja auch. Was ist quasi das Äquivalent zu Cent in der Schweiz? Weil Euro sind Franken quasi das Äquivalent. Steht das hier drauf? Aha! Ein halber Franken. Ich weiß nicht, ob die vielleicht so einen Viertelfranken dann sagen, halbe Franken. Ich habe gut Geld ausgegeben für eigentlich nur Essen. Das ist schon sad, aber das war mir auch im Vorhinein bewusst. Ich bin jetzt nicht schockt. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie Bock in den Supermarkt zu gehen, aber ich habe keinen Bock auf irgendwas. Also ich brauche nichts. Ich habe auch nicht mal irgendwie das Verlangen nach irgendwas. Ich glaube, ich gehe einfach in die Richtung, schlender ein bisschen rum. Wenn es mich dann in den Supermarkt zieht, ja, dann gehe ich halt rein. Wenn nicht, dann halt nicht. Wir ziehen uns an. Yay. Ich glaube, wenn ich zurückkomme, dusche ich richtig geil. Ich kann da echt nicht auf einem Bein stehen. Also nach diesem Eimer hinlegen, ich bin komplett ausgenockt. Für den Flex. Ich meine, die Sonne ist noch da. Ich bin ready. Ready, schmeddy, getty. Was auch immer. Ich habe gerade so eine weirde Mut. Ich glaube, ich bin einfach ein bisschen übermüdet. Das ist mal dieses... Wenn man müde ist, dann kommt dieser komische Energiekick. Man merkt, das ist kein normaler Energiekick. Man ist einfach nur müde Energiekick. Kopfhörer an. Ist ja auch eine echt nice Perspektive hier gerade. So eine View könnte man haben, wenn man mich datet. Schon cute. Ich bin ganz ehrlich. Ich finde, ich sehe schon ganz putzig gerade hier aus. Vor allem mit meinem Rollkragen. Ich glaube, ohne sehr schlimmer aus. Der verdeckt gerade so ein bisschen diese Unvorteilhaftigkeit, die man oft hat, wenn man von unten betrachtet wird und runterguckt. Stell euch vor, ihr liegt jetzt auf dem Bett, ja, und ich stehe hier so. War das süß? Wahrscheinlich nicht. Egal. Also auch das jetzt gerade. Warum musste ich das jetzt gerade machen? Ich höre jetzt Musik, um ein bisschen klar zu kommen. Ich höre jetzt Aufstehmucke von Kude Emma auf Spotify. Bomben-Playlist, kann ich nur empfehlen. Shoutout geht raus an Emma. Ich weiß, es ist zwar nicht Aufstehzeit, aber das ist gerade der Vibe. Ich freue mich auch wieder auf 8 Stunden FFP2-Maske tragen morgen. Oh mein Gott, warum bin ich gerade so verpeilt? Als ob es jetzt so ein großer Aufwand wäre. Ey, schon wieder. Ich wollte jetzt nach da laufen. Fahrstöße war da, genau, andere Richtung. Ich weiß nicht, wie oft mir das eigentlich noch passieren soll. Mein Plan nicht ganz durchdacht, weil ich erst in den Supermarkt gegangen bin und als ich rauskam, war quasi, hat man ja gesehen, also wirklich viel vom Sonnenuntergang hat man nicht gesehen. War schon ein bisschen dunkler draußen, aber
Naja, frische Luft hat trotzdem gut getan. War trotzdem, hat sich trotzdem gelohnt. So ist nicht. Ich habe mir jetzt im Endeffekt Eistee geholt. Hab den auch schon geöffnet. Schmeckt ganz solide, schmeckt ganz gut. Ich beklag mich nicht. Es ist auch 10 nach 7. Es ist jetzt auch schon Schlafenszeit. Ich räume jetzt ein bisschen meine Sachen zusammen. Dann dusche ich. Und dann ist einfach nur noch chillen angesagt. Dann mache ich gar nichts mehr. Außer essen und im Bett liegen. Und einen Film gucken. Mehr will ich nicht. Mehr brauche ich nicht. Alles, was mein Herz begehrt. Ich bin sehr einfach zufriedenzustellen. Also das Licht hier ist richtig gut, aber auch gleichzeitig ganz schlimm, weil ich dann alles sehe, was in meinem Gesicht und auf meiner Haut abgeht. Und das will ich eigentlich nicht so früh morgens schon so im Detail sehen. Deswegen, wenn ich mir so mein Gesicht hier wasche, das ist halt direkt vom Spiegel mit Direktlicht. Ich finde es besser, als kein gutes Licht im Bad zu haben. Also, kann das mal... Okay. Zum Film Bombe. Aber ich will nicht so viel näher an mein Gesicht rangehen. Es ist literally gefühlt eine halbe Stunde vergangen, seitdem ich gesagt habe, ich möchte meine Tupperdosen sauber machen. Wir machen es jetzt einfach mal. Nicht mehr so viel um den heißen Brei reden, ne? Carolina, das kannst du gut. Oh mein Gott. Ich habe voll vergessen, mir was zum Mittagessen mitzunehmen. Weil das wird mein Frühstück. Dann habe ich Snacks, aber ich sitze bis 16 Uhr im Zug. Ah, mein Gott, ich wollte mir eigentlich noch ein Brötchen oder eine Brezel oder sowas holen. Habe ich voll verpeilt. Ich kann mir morgen ja noch am Bahnhof eine holen. Irgendein Gebäck. Und zu aller Not kann ich ja trotzdem noch im Zug mir was holen. Ja, okay. Ist jetzt nicht so dramatisch. Oh. Geil, Freunde. Finally im Bett. Dann muss ich halt mir jetzt gleich nochmal kurz raussuchen, wann ich los muss und so. Da habe ich nicht vergessen. Ich mache das einfach jetzt direkt, weil sonst vergesse ich es. So Schiss, dass ich das nicht finde. Meine Deutsche Bahn-App sagt mir, dass auf Gleis 6 der Zug losfährt. Und ich habe ja einen gefunden, auch ein ICE, aber hier steht irgendwo die Nummer von dem ICE, der von Bern um die gleiche Uhrzeit losfährt. Auch auf Gleis 6. Aber hier steht, dass er nur bis Basel fährt. Vielleicht zeigt er das nur an, weil ab danach das quasi dann über Deutsche Bahn läuft oder so. Keine Ahnung. Ich finde das sehr verwirrend und sowas macht mich nervös. Wenn ich nicht irgendwo schwarz auf weiß nochmal quasi auf einer anderen Seite sehe, dass mein Zug fährt, kriege ich immer richtig Angst, wirklich. Kriege ich immer richtig Panik, dass jetzt irgendwie, keine Ahnung, mein Zug gar nicht losfährt oder was weiß ich oder das, was falsch gelaufen ist beim... Ich weiß nicht wieso, aber dann zweifle ich wirklich die Deutsche Bahn an, wo ich das gebucht habe, ob der ICE überhaupt da lang fährt und ob der wirklich durchfährt. Sowas zweifle ich dann an. Was so dumm ist, die würden mir die Verbindung doch nicht geben, wenn es nicht stimmt. Aber trotzdem zweifle ich dann sowas an. Mir wird mein Zug angezeigt. Geht schon wieder Gleis 6. Gleiche Uhrzeit. Stimmt die Nummer? Ja. Dann vertraue ich darauf jetzt. Okay. Es ist jetzt 9 Uhr, Zeit für einen Film und dann ab in die Haie. Oh nee, mir fällt gerade auf, ich muss ja dann, bevor ich wirklich schlafe, noch Zähne putzen gehen. Weil ich jetzt noch esse. Oh, das Leben kann so anstrengend sein. Meine Süßen, es war schön mit euch mal wieder ein bisschen Momente meines Lebens zu teilen und mit euch zu erleben. Ich habe irgendwie gefühlt das lang nicht mehr gemacht. Und ich habe es vermisst. Bern ist, finde ich, wunderschön. Also alles, was ich heute von Bern gesehen habe, wow. Echt, echt schöne Stadt. Unglaublich. Auch von der Natur her. Den Blick, den man zwischendurch hat, weil es so hügelig ist, so ein bisschen. Also das Zentrum ist ein bisschen höher als so die Umgebung. Mit dem Fluss und diesen Brücken dann da drüber. Also wer mal in der Schweiz ist und an Bern vorbeikommt. Ich fand es sehr schön. Es war genau, was ich brauchte heute. Diese Zeit für mich mit Musik einfach planlos durch eine fremde Stadt laufen. Genau das habe ich gebraucht. Und ich merke, es hat mir sehr, sehr gut getan. Habt einen wunderschönen Tag noch oder habt einen wundervollen Traum, wenn ihr jetzt gleich einschlummert, so wie ich wahrscheinlich. Wenn nicht, habt einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, euch geht es allen gut. Bis zum nächsten Video. Ja, mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Oh.